Niklas, wir haben uns, wie es der Teufel will, vorgestern getroffen beim Release von Max Prosa. Was hast du mit Max Prosa zu tun? Der Yoda, mit dem wir schon oft zusammen gespielt haben, den kennt man hier vielleicht auch. Er sitzt auch da im Publikum. Und wir sind zusammen, haben zusammen gespielt und sind befreundet. Und da muss man dort sein. Dein Label-Kollege T.S. Uhlmann war ja neulich da. Hat er dich gebrieft und vorbereitet, was du Schrecklichkeiten heute zu erwarten hast? Zum Glück nicht. Nee, er hat tatsächlich nichts erwähnt. Er hat nur gesagt, Daumen hoch, und dann hat sich das erledigt. Wahrscheinlich hat er mich schonen wollen. Oder er wollte dich reinreiten und wollte, dass du vollkommen... wie du willst. Du bist in Bad Orb geboren. Bist du da eigentlich auch aufgewachsen oder bist du dann schnell nach Göttingen gezogen? Nee, ich bin dort aufgewachsen. Ich bin dann zum Studium nach Göttingen gezogen. Und gab es da irgendwie sowas wie eine regionale Musikszene ums Jugendzentrum oder so, mit wo du dich orientieren konntest, oder warst du komplett Einzelkämpfer bei Musik machen? In Bad Orb? Oder? Ja, doch, so Schulband, so, ich würde sagen, so den Klassiker. Jetzt inzwischen, wir haben es ja gerade schon erwähnt, bist du irgendwie ganz gut vernetzt. Es gibt ja dann irgendwie, eben Yoda spielt zum Beispiel manchmal bei dir, spielt bei David Lemaitre und man sieht sich bei Max Prosa und so. Gerade so in dem Bereich, den ihr macht, so diese Musik, sagen wir mal, die gerade in Deutschland und im deutschsprachigen Raum jetzt viel passiert, aber eigentlich ganz undeutsch ist, ganz international, gibt es doch relativ viele jetzt irgendwie, Boy, Florian Ostertag, We Invented Paris. Hast du das Gefühl, dass du da gerade auch Teil von einer Szene bist oder von einer Gruppierung, die sich auch untereinander kennt, oder ist es eher Zufall? Also ich weiß nicht von der Szene, aber wir saßen gestern zusammen in der WG von Philipp und haben irgendwie überlegt, dass wir eigentlich alle letztes Jahr irgendwie so ein besonderes Jahr hatten, weil bei vielen so viel passiert ist und dass wir da irgendwie schon so gemeinsam sind, irgendwie, dass alle jetzt so überlegen, oh, ich könnte ja Musiker werden, mhm, und man geht zusammen auf Tour und ja, also es ist irgendwie eine Gemeinschaft, so fühlt es sich ein bisschen an, dass so alle sitzen so in einem Boot. Als du so vor 2 Jahren oder so hast du angefangen, eine kleine EP zu machen. Ja. Und seitdem hast du eigentlich nur, ich habe mal so ein bisschen geguckt, da war so eine Single, das ist jetzt eben 2 Jahre her, seitdem kam irgendwie eine Single. Man könnte denken, dass du total untätig wärst oder irgendwelche anderen Sachen machst. In Wirklichkeit war aber ganz viel, nur nicht neue Songs veröffentlichen. Was hast du denn gemacht in der Zwischenzeit? Na, wir haben letztes Jahr ganz viel live gespielt. Also ich habe nachgezählt, ich glaube, 60 Konzerte letztes Jahr. Und natürlich schreibe ich auch neue. Ich bin gerade ganz fleißig am Arbeiten fürs Album. Weißt du schon, wann du irgendwie veröffentlichen willst? Ja, da kann man eigentlich immer nur falsche Ansagen machen, wenn man es nicht genau weiß. Also ich hoffe, dass es dieses Jahr noch kommt. Ist das? Ist noch viel übrig vom Jahr. Noch viel übrig vom Jahr. Okay. Ich habe mir vorgenommen, im Ende Juli fertig zu sein. Okay, wir prüfen das nach. Wir prüfen das nach. Ich beeile mich. Aber das ist jedenfalls auch kennzeichnend. Also wir hatten ja vorhin schon ganz kurz We Invented Paris erwähnt, die auch mit dem Julian zusammenarbeitet, mit dem du auch zusammenarbeitest. Und das ist auch so ein Teil von dieser Szene, die ich jetzt da irgendwie beobachte, dass einfach dieses Rummelmachen und was drumherum machen, ein ganz integraler Teil ist, auch sogar von der kreativen Arbeit, dass man sich sagt, wir wollen nicht nur irgendwie eine spannende Musik machen, sondern wir denken uns auch lustige Aktionen aus, besondere Arten zu touren und so. Und das ist bei euch auch wichtig gewesen. Du hast mal gesagt, ich muss mal gucken, ob ich den Satz hier finde. Du hast gesagt, es gibt so viele Genies um mich herum, die nie was erreichen, weil sie diese Surroundings nicht hinbekommen. Also weil sie einfach nur gute Musik schreiben und das reicht einfach nicht aus, um damit dann auch rüberzukommen. War das damals so die Motivation, auch ein eigenes Label zu gründen, dass ihr sozusagen für Genies dann vielleicht auch noch an den entscheidenden Push macht, dass die Surroundings stimmen? Also ich möchte mich nicht in so einen Genie-Kontext sehen, aber ich finde es schon, wenn man jetzt anfängt mit Musik 2012 und man will eine Karriere an den Start bringen, dass man schon auf nicht so viel Hilfe zählen kann, weil es immer weniger Plattenfirmen gibt, es gibt immer weniger Leute, die sich um einen kümmern können. Und ich glaube ja, dass solche Genies wie Thom Yorke von Radiohead oder Elliot Smith, dass die eine Zeit lang auch mal diesen Schutz von so einer Plattenfirma gebraucht haben, um halt dann irgendwann mal ihre Werke abzuliefern. Und heutzutage musst du als Künstler von der ersten Sekunde an eigentlich deine Poster selber gestalten, du musst deine Webseiten selber machen. Das ist auch gut und richtig, weil der Künstler natürlich so auch Skills lernt und so, aber es ist schon auch nicht so, dass er sich hundertprozentig nur auf die Musik beschränken darf und kann. Mhm. Und ich glaube, dass da einige
Genies auch baden gehen bei. Du hast jetzt gesagt, als wir vorher telefoniert hatten, dass du es eigentlich total genossen hast, dass du in der letzten Zeit relativ wenig Label machen musstest und Musik machen konntest. War es für dich dann auch tatsächlich nur Vehikel oder war da auch so ein bisschen das Gefühl, dass du auch so was von dieser Labelseite auch dir selber was beweisen willst oder was erreichen willst, so ureigens, ohne jetzt nur als Vehikel für die Kunst das zu haben? Also ganz am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, waren wir auch ein bisschen auf so einem Rachefeldzug, weil wir haben schon auch demütigende Absagen bekommen, also ganz harte Absagen auch, wo ich gedacht habe, so, es kann nicht sein, dass das zum Beispiel von welcher Firma? Nee, die Namen. Nein. Nein, wir wären zu alt, das will doch keiner hören. Diese Art von deutschsprachiger Musik hat damals 2000 auch nicht so viele Bands gemacht, das muss man ganz klar sagen. Und das will doch keiner hören, ihr seid zu alt, was soll das? Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt erst recht. Und dann haben wir das Label gegründet und dann haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass wir halt so einen Lauf hatten. Und so konnten wir uns dann halt diese Strukturen schaffen, die heute immer noch, denn wir haben jetzt 10 Jahre Grand Hotel Van Cleef und ja. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ja. Cool. Du hast vorhin schon gesagt, hier mit nach Süden, du warst ein bisschen genervt von der ganzen Glückssuche. Und das kommt ja in dem Ganzen, also ich habe so das Gefühl, das ist so eine von zwei programmatischen Grundlinien, die sich so durchzieht, so dieses kleine Glück. Also Rettung werden wir nachher gleich hören, da sieht man ja auch und hört diese Geschichte und das ist irgendwie auch gar nicht so wahnsinnig spektakulär. Und der Text, der da ist, ist auch eher nicht so das romantische Hochzeit in Weiß-Ding. Hast du den Glauben an das dramatische, richtig fette Glück verloren? Wir sind halt Realisten genug, um halt diese Miniaturen zu zeichnen. Also das geht darum, dass ich nur so kleine Aspekte des Lebens beleuchten möchte und dass daraus vielleicht etwas entsteht, bei dem geneigten Hörer, dass er sich da halt seinen Teil rausziehen kann, der dann halt ihn befähigt, dass das irgendwie sein Leben bereichert. Also wir sind nicht so, aber das waren wir eigentlich noch nie, so die großen Fans davon, so die großen Denkmodelle und wir sind eher so die, dass wir kleine Geschichten erzählen, also und die dann vielleicht was Großes festmachen, aber das kann dann der geneigte Hörer selber entscheiden. Ja. Aber wie gesagt, ich liebe halt so kleine Miniaturen zu zeichnen. Ist übrigens ein sehr schönes Video auch. Also ist es eigentlich der, da gezeigt wird? Also da kriegt man im Video kriegt man die Geschichte erzählt, wie zwei Leute sich kennenlernen. Das sieht so aus, wie wenn das euer irgendwie einer wäre, der bei euch arbeitet oder so. War das einfach nur ein Schauspieler, nein, das oder? Ein Schauspieler? Nein, das sind unser Regisseur kannte die und er wusste, dass sie wirklich, wirklich glücklich sind und er hat sie gefragt, ob sie Lust hätten, in diesem Video mitzumachen. Und es geht ja in diesem Video nur um Liebe zu dem Song Rettung eben. Und die haben ja gesagt, ja klar, reden wir vor der Kamera. Das sind keine Schauspieler, das sind einfach Laien. Okay. Und das ist auch ihre eigene Geschichte. Das ist ihre eigene Geschichte. Ah, ja. Cool. Also guckt euch das an. Unser Soundmann war so ein bisschen verzweifelt ob der ganzen Instrumente, die da irgendwie kann ich verstehen. Auf die Reihe gebracht kriegen. Aber wie kommt ihr auf die Ideen? Wie entwickelt ihr die Sachen? Macht ihr das in der Band oder hast du da schon den Gedanken dazu? Also wir spielen die Lieder ja irgendwie immer anders. Also ich habe auch schon viel alleine gespielt, dass ich mich einfach hinstelle und die mit der Akustikgitarre spiele. Und wir haben zu dritt und zu viert gespielt, also in ganz vielen verschiedenen Besetzungen. Und muss man immer gucken, was gerade da ist. Und bei Philipp ist ganz, ganz viel da. Deswegen spielt er mit seiner Flöte und mit seinen ganzen Effekten und der macht das ja auch ganz toll. Und da muss man ihn gar nicht motivieren, das ist grandios. Philipp! Also das habt ihr jetzt, diese Arrangements habt ihr jetzt tatsächlich nur für unsere Show erstmal gemacht? Genau, wir haben vorgestern angefangen zu proben und haben gestern Abend aufgehört. Nee, heute Morgen haben wir nochmal gespielt. Ah, okay. Genau. Und der Dominik, der muss dann auch mithalten. Also wenn der Philipp nicht da ist, dann muss er den Bass mit den Fußzehen spielen und alles. Okay. Das kann der alles. Das ist Wahnsinn. Aber so diese akustische Ausrichtung, das ist schon ganz klar dein Ding. Oder hast du auch mal, es gibt ja zum Beispiel Dominik von Jasmin Tourist, der dann auch so eine ganz dunkle Heavy-Metal-Vergangenheit hat. Gibt es sowas bei dir auch? Nee. Ich habe keine. Hätte ich mir doch lustig gefunden, dich so auf alten Bildern mit Matte zu sehen. Nee, leider nicht. Nee. Kannst du dir mal vorstellen? Anderes oder überhaupt was anderes zu machen oder ist es schon sehr, hast du da deinen Style ganz gut Also du gefunden? Hast gerade gesagt, so das Akustische. Genau. Also ich sehe das uns gar nicht so als akustische Band oder so. Also ich spiele eigentlich auch ganz gerne E-Gitarre oder ich glaube, wir sind eher so vom Tempo gibt es da eine Grenze oder von der Lautstärke. Von der Lautstärke gibt es eine Grenze, aber ich spiele auch gerne andere Gitarren. Cool. Bei euch ist es ja eher ungewöhnlich, dass ihr so sehr
Das ging sehr schnell. Vielen Dank, Matthias. Alkoholiker. Bei euch ist ja eher so ungewöhnlich, dass ihr habt ja die, das ist ja jetzt nicht nur das Arrangement für TV Noir speziell, sondern die ganze Platte ist ja sehr viel akustischer als eure anderen Platten. Was war da so die Motivation dafür? Also ich glaube, wir haben erstmal eine Gegenbewegung gestartet zu einem doch recht kräftigen oder düsteren Sylt-Album, das wir 2008 gemacht haben. Und die andere Geschichte ist sicherlich auch die, dass wir 2009 ein Live-Album gemacht haben, was wir komplett mit Streicherarrangement und mit sehr ruhiger Besetzung gemacht. Unterbewusst ist das sicherlich hängen geblieben. Ja, hat ihr da Lust gehabt, ein bisschen noch dran zu bleiben? Ja, und Streicherarrangements konnten wir seitdem mühelos aus dem Ärmel schütteln. Das war vorher auch anders. Also wir haben überhaupt keine Berührungsängste mehr mit sowas. Ja, es passt natürlich auch gut zu so dieser ein bisschen privateren Linie, die sich ja auch durch vieles, durch das Album zieht. Wir hatten ja in der ersten Hälfte auch schon gesprochen, dass so die eure Definition des Glücks irgendwie da auch wichtig ist und dass es eben sehr eher so kleiner und individueller ist. Was ich auch sehr stark da raushöre, also zweite Linie, ist, wie auch mit dem Titel, das heißt ja zwischen den Runden, und es kommt vieles so, diese Assoziation von Boxkampf, von Kampf raus. Für mich eigentlich immer, aber mit so einem privaten Kontext. So, es geht sehr um Beziehung, um Persönlichkeit. Ist das für dich auch der Zeitgeist, dass es für dich so im Privaten ist? Oder siehst du auch eine Art von Kampf und eine Art von diesen kriegerischen Assoziationen auch, sagen wir mal, im Politischen oder im Äußeren zurzeit? Also, dass diese Platte so doch relativ privat und dass wir das Thema, ja, es gibt sehr, sehr viele Themen, die handeln von Liebe. Also wir haben, glaube ich, 4-5 Liebeslieder tatsächlich auf dem Album. Und das kommt sicherlich daran, dass ich versucht habe, mehr denn je über dieses doch sehr starke Thema mich dem zu stellen. Weil ich glaube, es gibt im Grunde genommen, interessieren Menschen nur zwei Themen wirklich. Und das ist Liebe und Freiheit. Und ich glaube, dass jeder politische Song auch ein Song über Freiheit ist. Also Freiheit von Zwängen, Freiheit von Armut. Und diesmal habe ich mich dann halt doch mehr diesem ganz starken Thema Liebe zugewendet. Aber wie man an dem Song Rettung schon hört, machen wir das auf unsere sehr, sehr eigene, spezielle Art und Weise und versuchen halt, dieses große, große Thema auf unsere Weise umzusetzen. Und das ist der Grund, warum diese Platte vielleicht so sehr privat rüberkommt oder sehr, ja, manche sagen gefühlsbetont oder sehr innerlich. Aber wie gesagt, unsere Karriere ist jetzt so, dass wir uns bestimmt bei der nächsten Platte wieder in eine Gegenbewegung bewegen werden. Und es ist ja, man hört ja doch was raus, also so wie auch die Liebeslieder von Rio Reiser immer irgendwie noch damit schwingt, dass er halt jemand ist, der auch politisch aktiv war, finde ich, ist so diese so klein, dass es dann heißt, dass wir das vorerreichen oder so bei dem einen Text, der vorher war irgendwie. Es ist halt doch diese Assoziation, das, wo ihr herkommt, wo ihr sozialisiert wird, springt doch mit rum und macht es dann eben anders, als wenn Howard Carpenter den Liebeslied. Oh, danke schön. Oh, danke schön. Für die Spätgeborenen zur Aufklärung. Also Markus Wiebusch hat auch zum Beispiel für Slime, eine extrem politische Band, Texte geschrieben und war wirklich sehr viel, sehr politisch unterwegs. Gibt es denn bei dir so irgendwie auch eine Leidenschaft, wo du sagst, mal vom Privaten abgesehen, hast du auch einen gewissen Traum, was mit der Gesellschaft geschehen soll oder irgendeinen äußeren Ansatz? Das ist aber eine gemeine Frage. Ja. Naja, die Freiheit, dass jeder das tun kann, worauf er Lust hat und nicht immer nachdenken muss, jeden Morgen, das wünsche ich mir. Was wünschst du dir für dich privat? So, bei dir ist es jetzt sehr spannend, das ist irgendwie, ist alles noch recht frisch, ja, wahnsinnig viel Action schon, aber noch viele Kontakte entstehen erst, das ist, viele kennen dich noch nicht, die dich wahrscheinlich demnächst gerne kennenlernen wollen. Was ist so dein, so für die nächste Zeit, was erhoffst du dir von dem Jahr, von den nächsten Monaten? Ja, dass das Album fertig wird und dass das irgendwie klappt, dass es sich Leute finden, die Lust haben, das zu veröffentlichen, und dass die Platte veröffentlicht wird, dass wir wieder auf Tour gehen und dass immer wieder ein bisschen mehr Menschen kommen. Also ich mag einfach das fand ich gerade so gut im letzten Jahr, dass irgendwie man immer das Gefühl hat, dass was passiert, dass das Projekt irgendwie nicht ins Stocken geraten ist. Und nach Weihnachten dachte ich, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen Pause, und dann kriege ich den Anruf, hast du Lust, bei TV Noir zu spielen? Okay. Und das ist irgendwie schön, wenn irgendwie immer was passiert, und ich hoffe, dass das weiter so der Weg so leicht nach oben geht.